Kobalt. So, dann gucken wir mal hier rein. Ja, ist alles nur Standard, ne? Schade. Schade. Heißt das jetzt, wir sind fertig? Haben wir wirklich jetzt alles gemacht? Ich habe gerade Langeweile, da muss ich einen Nebel im Auto aussetzen. Ach so. Oh, der ist auch sehr schön. Der Pinke. So. Dann. Nochmal einleiten. Und den können wir ja auch wieder raus tun, ne? Stufe 2 Dünger. Obwohl das sich schon gar nicht noch rentiert sich das. Ach, ich weiß es nicht. Bei mir regnet es Legierungen, das ist schön. Ich glaube, ich würde gerne. Ich würde noch mal gerne alles ablaufen. Es gibt doch verschiedene Höhlen. Wie jetzt auch hier hinten, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es vielleicht hier hinten auch noch mal andere Larven gibt. Und Lari, du weißt schon, dass hier hinten eine Superlegierungshöhle ist, ne? Hier hinten auf dem Bild links. Ja, ich glaube, das laufe ich noch mal ab. So. Ja, dann mache ich die Larve noch mal da rein. Guck mal, hier ist noch eine rote. Die haben wir doch auch noch nicht oben, oder? Das ist doch die, die ich noch gebraucht habe für oben. Genau, rot haben wir jetzt. Dann brauchen wir, wir brauchen noch blau. Hier, die blaue da brauchen wir auch noch. Da brauchen wir noch mal eine gemeine Larve. Blau brauchen wir auch noch. So. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob man aber jetzt grob alles hat. Oder nicht. Thank you.
Ah, die musst du noch finden. Okay. Kein Stress. No stress. So. Methan. Wasser. Schwarzpulver. So. Also ich meine, wir sind schon gut dabei, ne? So, das ist auch nochmal eine rote. Was haben wir denn? So. Problem ist nur, dass unser Schwarzpulver langsam leer wird. Und das wird ein sehr großes Problem werden. So, die gemeine Larve. Wir brauchen noch eine Bienenlarven-Geschichte. So viel Bienen brauchen wir gar nicht. Trophäen gab es schon immer, weil es gab ja auch schon immer goldene Kisten, Lari, weißt du? Deswegen eigentlich schon immer. Hm, mach ich mal hier hin. Bienen. So. Oh, Entschuldigung. Was meine ich? Dünger, nicht schwarz. Die nee, Schwarzpulver habe ich gefangen. Gefangen vor allem, gelootet. Hier findest du die goldenen Kisten. In einem anderen Spiel gibt es nichts vergoldetes Arme. Was? Vergoldetes Arme? Ich will auch vergoldete Arme finden, Daniel. Wo gibt's vergoldene Arme? Manuel! Klo! Achso, in Stray, ne? Sind wir im Orme immer gefahren. Aber war der Gold? Okay, bin überzeugt. Zeig ihr Eier, wir brauchen Eier. So sieht's aus. Mir brach Eier. Ich meine die vergoldenen Roboter, die nicht erwähnt werden dürfen. Achso. Ja. Ich habe es wirklich aufgegeben, ne? Ich will es ja gar nicht sagen, aber ich glaube ja. Ich will gar nicht aufgeben. Aber ich glaube halt einfach nicht mehr dran, dass ich den goldenen Roboter in Raft finden werde. Ich glaube da dran halt nicht. Jetzt
Jetzt fehlen mir nur noch zwei für alle Trophäen. Das ist geil. So. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich auch nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Weiß ich auch nicht. Siehst immer top aus. Top Outfits, top Friese übrigens auch. Sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Du bist super geil. So sieht das aus. Mal was Aufmunterndes, ja, ja, geil. Wo ist eigentlich hier mein Häuschen? Warum habe ich denn hier keins? Das Häuschen vom Kläuschen. Habe ich hier wenigstens eins oder habe ich hier auch keins? Hier habe ich auch keins. Alla. Kann doch nicht wahr sein. Zucchini im Ofen, Hände gewaschen, weiter geht's. Geil. Kann ich wagen, Kartoffel. Was soll ich in die Wunde streuen? Ich habe drei. Willst du einen haben? Unglaublich, ey. Womit habe ich das verdient? Ganz dünnes Eis. Ja, der Talkeruhr hat mich halt einfach lieb, was soll ich sagen. Steht halt drauf. Steht halt drauf. Ah ne, warte mal. Hier gibt's aber keine besonderen Larven, oder? Das hätte mich jetzt auch noch mal interessiert. Oh. Wieso sehe ich denn auf einmal nichts mehr? Ich dachte, ich habe eine Taschenlampe am Start. Mikrochip-Taschenlampe, wieso geht denn die nicht? Oh, muss er anmachen. Das war jetzt typisch wieder ich. Ach, schön. Du, das ist schön, wenn man jeden Tag neue Leute kennt. Raka! Ah, das kann sein, Liriel, dass sie nach und nach spawnen, ja, ja. Das kann sein. Bei den Satelliten meinen die vor allem, ja, wurde gemeint, ne, dass hier noch eine goldene Kiste ist. Aber wie gesagt, hier war man auch schon. Der Drops ist auch hier gelutscht. Wollte nur sagen, bin wieder da. Da habe ich doch glatt 3 Stunden geschlafen. Wenn's de Körper braucht, Racker, dann ist es so, oder? Ich habe zu viel Superlegierung.
kann mich nicht mehr retten vor Superlegierung. Mach dir doch keine Gedanken. Da sind aber viele Bäume, ja. Muss ja auch vorwärts gehen auf der Insel, Lari. Überall verteilt. Ein kleiner Urwald. Bei dem Stargate. Ich müsste jetzt rein theoretisch mal zurück. Bei diesen überall Blumen verteilt. Ja, die Bäume bringen ja mehr Sauerstoff, weißt du? Genug Legierung. Oh, Kiste, die hier war, die war auch doof. Oh! Oh nein. Ah! Juhu! Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende, Alexander. Viel Spaß! Und lass es dir schmecken! Tschüss! Und Shizura, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Servus! Ach, du wartest noch auf die T3-Bäume. Ja. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Hallo Shizura, herzlich willkommen auch im Chat. Servus. Oh, wie gut. Ich habe jetzt auch Pink. Pink hatte ich doch noch gar nicht, oder? Oh nein. Oh nein. Ich muss wieder herstellen. Oh, never ending story irgendwie. Pink. Ah, nee, nicht hoch, runter. Hier. Oh, wie schön. Das reicht uns aber nicht, ne? Da gibt noch mehr Schmetterlinge. Und hallo, Kikiba. Guten Abend. Wie geht's dir? Doch, die habe ich draußen. Ich kann mich nur an die erinnern. Nee, ich habe beide, da hast du recht. Ja, okay. Okay, stimmt. Eisen und Stoff. Eisen und Stoff. So, dann machen wir hier noch mal welche hin. Also, so. Eisen und Stoff. Dann gucken wir mal, was da noch alles reinpasst. So.
Das habe ich. Das habe ich. Rot habe ich auch, ne? Habe ich rot aufgehängt? Ja, ne? Ja, das soll rot sein. Okay, gut. Okay. So. Oh, jetzt haben wir den blauen bekommen. Das ist perfekt. Das heißt... Nee, das ist gar nicht dasselbe. Hä? Was ist denn das? Es gibt noch viel mehr, aber die werden mir nicht angezeigt, ne? Ja, mir geht's endlich wieder besser, Keykeeper. Ja, endlich. Kannst du das Spiel schon empfehlen oder sollte man noch etwas warten? Zuletzt konnte man ja noch nicht so viel machen. Also ich finde schon, dass du sehr viel machen kannst, Shizura, in dem Spiel. Du hast sehr viele Spielstunden, du kannst schon sehr viel entdecken. Doch. Also ich kann es jetzt schon weiterempfehlen. Ja. Die Seidenraupen, du kannst mit den Seidenraupen so ein Gerät herstellen und das produziert dann Seide für dich. Und aus der Seide... Oh. Entschuldigung. Aus der Seide kannst du Stoff herstellen. Und aus Stoff kannst du ja wiederum dann Möbel herstellen oder diese Schmetterlingsaufhängergeschichten hier unten, die da... Gibt's eine Art Story? Ja, gibt's eigentlich schon. Also du findest immer mal wieder, du bekommst E-Mails und du findest auch immer mal wieder von anderen Leuten, die auf diesem Planeten waren, Hinweise, dass es eine Story gibt, ja. Du weißt, wer du bist und du weißt, warum du hier bist und du weißt, was du zu tun hast. Mach das, Anja! Genau, guten Hunger! Okay, danke dir. Dann schaue ich es mir vielleicht doch nochmal an. Hab schon eine Weile in meiner Steam-Bibliothek. Ja, also rentiert sich schon. Rentiert sich auf alle Fälle. Also alleine, wenn du siehst, das ist nur ein Teil von dem, was du aufdecken kannst. Na? Also, ich bin mit meiner Kapsel zum Beispiel hier gelandet, genau in der Mitte, und bin halt ein bisschen weiter hochgezogen, weil ja das Wasser dann irgendwann kommt. Und alleine die ganzen Höhlen, die du entdecken kannst und die ganzen verschiedenen Biome, die du entdecken kannst, das ist schon Wahnsinn. Also du wirst schon deine Zeit haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden ich schon auf der Uhr hier habe, aber es sind einige Stunden, um auch voranzukommen. Also du brauchst ja viel Zeit in dem Spiel, damit das auch vorwärts geht. Geil, Lari. Kann man leider nicht im Multiplayer spielen, Keykeeper. Nee, leider nicht. Wenn es das irgendwann kommt, plus noch zusätzlich auf andere Planeten fliegen, dann haben wir so eine Art No Man's Sky am Start. Haben wir vorhin schon gesagt. Das wäre lustig. Soll ich noch mal so einen Pflanzen... Ach stimmt, Lirma-Samen habe ich ja nicht mehr, ne? Lirma-Samen... Doch, das ist Lirma-Samen. Baumrinde und Dünger. Ach, Dünger brauche ich auch noch dafür. Dünger. Ach so, da wollte ich ja jetzt mal gucken. Also entweder wird es mir anders dargestellt. Ach so, ich habe ja keine... Aber guck mal, diese Schmetterlingslarve, die sieht schon anders aus. Als ob es gibt noch weitere
Schmetterlingsarten. Oh, das sieht aber jetzt auch cool aus, wenn es dunkel ist. Es gibt irgendwie noch weitere Schmetterlingsarten. Guck dir das mal an. Müssen wir mal gleich mal gucken, ob wir die andere Schmetterlingsart, diese dunkle, ob das dieselbe ist oder ob die nur anders dargestellt ist oder... Das sagt mir was, Keykeeper, ja. Vielleicht kommt ja der Multiplayer noch. Gibt ja viele Spiele, die zumindest einen Coop-Modus nachgeliefert haben, ja. Ja. Ich weiß nur, aktuelle Meldung von den Entwicklern, dass es keinen gibt wegen Problemen. Also die haben halt keine Lust, dass es Performance-Probleme gibt oder dass irgendein Spielstand nicht mehr spielbar ist. Und deswegen haben sie keinen Multiplayer-Modus mit drin, ne? Schmetterlinge, 15. 15 angeblich. Aber ich weiß nicht, wie viele Schmetterlinge man finden kann. Und wie viele man herstellen kann. Das weiß ich nicht. This was in it. Das konnte dann ein Song. Dünger habe ich auch am Start. Brauche ich noch zwei Legierungen, ne? So, das müsste jetzt dieser Pflanzen, diese Pflanzenrakete sein, genau. So, und die schicken wir jetzt hoch. Und dann haben wir mal von jedem wieder mal eine Rakete hochgeschickt. Wobei viele Spiele viel mehr Atmosphäre haben, wenn man da alleine ist. Mehr immersiv, finde ich. Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, vor allem ist es für die Entwickler halt auch sicherer, ne? So. Ja, vielleicht sollte ich ein Momentchen da bleiben, wo ich mir vorstellen könnte, wo was spawnt, ne? Jetzt rushen wir da einfach mal kurz durch. Also hier ist schon mal nix. So. Und dann habe ich mir gedacht, dass hier vielleicht irgendwas ist, weißt du? Irgendein besonderer... Weil hier auch so Nebel ist. Bei den Pilzen ist auch so Nebel gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es hier auch irgendwie was Besonderes. Was haben wir denn hier unten? Alu. Wir bleiben mal einen Moment hier drin. Vielleicht spawnt ja was. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Schmetterlinge man finden kann und wie viele Schmetterlinge man herstellen kann. Das war's nicht. Das kann er dann dazu. So, hier ist schon mal ein seltener gespawnt. Gemeine.
Also, dass hier irgendwas leuchtet oder so, sehe ich jetzt nicht. Wie lange muss man jetzt hier drin bleiben, ne? Das ist halt die Frage. Damit das spawnt. Wenn was spawnen sollte. Ja, Sauerstoff. In den Höhlen glaube ich da nicht dran, dass da irgendwas spawnt. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Ach so, stimmt. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. So, dann gucken wir doch mal, ob hier noch irgendwas spawnt. Oder ist vielleicht hier unter Wasser noch irgendwas dazugekommen? Das kommt mir nämlich so ein bisschen unbekannt vor mit diesen Klötzern im Wasser. Oder ich will halt, dass es so ist, ne? Das kann auch passieren. Ach, hier ist noch Eis zu finden, okay. Müssen wir mal beobachten. Ist immer eine knappe Kiste, Kannibalenkartoffel bei mir, ja. Bibi Gwen! Magiesium. Nehmen wir mal alles mit. Guck mal, da hinten die Kiste, die ist wieder gespawnt, ne? Die müsste aber jetzt leer sein, ja. Magiesium. Boah, das wird voll geil werden, Leute, wenn da die Fische spawnen. Das wird so gut. Das war's, ne? Dass man noch irgendwo besonders irgendwo hinkommt, wo es noch so nebelt wie jetzt hier, fällt mir jetzt kein Ort ein. Ja, Magen! I like to dance! Also, wie gesagt, hier hätte ich jetzt gedacht, dass hier noch irgendwie. Dass hier noch irgendwas passiert. Da oben passiert auch nichts.
Sieht wunderschön aus, ne? Oder man geht wirklich noch mal zum Stargate. Ja, das machen wir auch. So, erst einmal push the button, einmal sortieren. Magnesium kommt weg, Kobalt kommt weg, Silizium kommt weg. Und wieder push the button. Das kommt auch noch weg. Ja. So. Hier liegen wieder nur so diese gemeinen Dinger rum. Auf den Namen alleine zu kommen. Ja, wir müssen Mutagen noch mal machen, ne? Vorher können wir nichts machen. Was? Kannst du mir das nächste Mal bitte vorwarnen, bevor du springst? Wieso? Hast du Angst gehabt, Baumbrick? Junge, Junge, die ist ja mal voll Kamikaze. Hat er Angst gehabt, oder was? Wusste gar nicht, dass ich euch noch schocken kann. Schön. Mutagen ist das Schimpfwort des Jahres. Beziehungsweise nicht nur Mutagen, ne? So, hier sind jetzt alle Kisten voll, ja? Na prima. Oh nein. Ah!